Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und heute machen wir einen kleinen Test, wo wir Windows 10 und Windows 10 S miteinander vergleichen wollen. Microsoft hat ja am 2. Mai Windows 10 S vorgestellt als eine kleinere, leichtere, effizientere Version von Windows 10, wo eben keine traditionellen Desktop-Programme laufen. So wird also Windows 10 S beispielsweise auch kein Google Chrome installieren können. Und diese Aussage von Microsoft wollten wir einfach überprüfen und dafür habe ich mir hier das HP Spectre X360 vorbereitet. Das ist mein privates Notebook, das auch schon ein gutes Jahr aktiv in Benutzung ist, also wirklich täglich verwendet wird. Das hat einen Intel Core i5 der Broadwell-Generation, also nicht mehr wirklich aktuell, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 128 GB SSD. Darauf habe ich einerseits Windows 10 und Windows 10 S installiert. Das sind zwei verschiedene Installationen, komplett unabhängig voneinander. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe nur das Betriebssystem installiert, es nur aktualisiert auf die aktuellste Build und die Treiber installieren lassen. Aber alles nur per Windows Update. Kein einziges Programm installiert auf Windows 10 und auch genauso unter Windows 10 S. Nicht mal eine einzige App, nichts eingerichtet, überhaupt sonst nichts verändert, keine Dateien abgespeichert. Also wirklich, das System ist nagelneu, frisch installiert, nichts ist verändert. Und ich will jetzt sehen, ob Windows 10 S tatsächlich schneller ist als Windows 10 Home, wenn unter Windows 10 Home keine Apps oder Programme installiert sind. So, und hier sind auch die Ergebnisse des meiner Meinung nach spannendsten Tests, und zwar des Tests der Akkulaufzeit, wo eben eine Simulation abgespielt wurde, eines ganz normalen Webbrowsing-Verhaltens eines, ja, durchschnittlichen Nutzers sozusagen. Und dann wurde eben getestet, wie lange Windows 10 und Windows 10 S das aushalten. Das war natürlich dieselbe Hardware, beides eine frische Installation. Außer dieser Benchmarking-App war nichts anderes installiert auf dem System, keine Daten abgespeichert, nichts. Unter Windows 10 Home, das muss ich sagen, habe ich einen Treiber installiert, nicht manuell, also über Windows Update installieren lassen. Windows 10 S hat das nicht geschafft, deswegen funktioniert unter Windows 10 S mein Touchpad nicht korrekt. So, hier ist der Wert für Windows 10 S. Hier sind die Ergebnisse dieses Benchmark-Tools. Und wir kommen hier auf ein Performance Rating, also auf eine durchschnittliche Performance von 1257 Punkten. Das ist jetzt ein eigener Wert dieses Benchmarks. Und was wichtig ist, die Akkulaufzeit, die betrug 291 Minuten. Also den Wert merken wir uns jetzt. Das sind 291 Minuten bei Windows 10 S und Windows 10 Home. So. Hat es 312 Minuten lang geschafft und 2157 beim Performance Rating. 1257 war das Performance Rating bei Windows 10 S, vor allem weil hier beim Foto- und Videotest anscheinend Windows 10 S wesentlich schlechter abgeschnitten hat und Windows 10 Home hat da wesentlich bessere Ergebnisse, gleichzeitig auch eine bessere Akkulaufzeit. Also Windows 10 S hat, was das betrifft, was die Akkulaufzeit betrifft, was die Performance betrifft, im Prinzip keine Vorteile gegenüber Windows 10 Home. Ihr habt auch die Boot-Tests gesehen, da haben sich die beiden eigentlich nur ein paar Zehntelsekunden geschenkt, da war Windows 10 S schneller. Das sind, ich glaube, 3 Zehntelsekunden waren es beim Neustart-Test, die Windows 10 S schneller war. Allerdings ist das auch nicht wirklich viel, vor allem wenn man bedenkt, dass unter Windows 10 Home jetzt auf meinem Gerät das Touchpad funktioniert, weil er eben ein ja, eine extra Software eigentlich auch noch drauf läuft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein anderes Ergebnis erwartet. Das liegt einfach daran, dass Microsoft mit Windows 10 S sicherlich nicht das ganze System umgeschrieben hat, um dieses eben effizienter zu machen gegenüber Windows 10 Home. Denn wenn man so weitreichende Änderungen gemacht hätte, dann würde man diese wahrscheinlich auch für Windows 10 Home ausrollen, denn wieso sollte man ganz ehrlich das eigene Produkt boykottieren? Was mich aber ein bisschen gewundert hat, ist, dass der Abstand zwischen den beiden auch wirklich so enorm ist. Einerseits bei der Performance, wo wir hier bei Windows 10 Home 2175 Punkte haben und bei Windows 10 S 1257 und die Akkulaufzeit von Windows 10 S ist auf dem Gerät sogar 20 Minuten kürzer. Also das wundert mich doch stark, weil beide Geräte haben mit 100% angefangen bei dem Akkutest. Das habe ich dann auch im Video dokumentiert und allzu groß dürfte der Unterschied gar nicht sein, was das betrifft, aber bei diesem Gerät ist die Akkulaufzeit schlechter.
Und ich muss sagen, es wundert mich nicht deswegen, weil eben Windows 10 S im Prinzip nur ein Windows 10 Pro ohne Desktop-Programme ist, beziehungsweise nur mit Windows Store-Apps und Programmen, die es eben auch im Store gibt. Und diese Behauptung von Microsoft, dass Windows 10 S effizienter ist, schneller ist und was nicht noch alles, die bezieht sich vor allem darauf, dass Microsoft eben selbst erwartet, dass Windows 10 Home und Windows 10 Pro-Nutzer die ganz normalen Desktop-Programme auch installiert haben, sprich Google Chrome, Adobe Photoshop, Flash Player, was nicht noch alles, was man eben für teilweise auch Blödsinn auf dem PC drauf hat. Und das alles ermöglicht Windows 10 S eben nicht, weil all das sind Apps unter Windows 10 S und man kann im Prinzip gar nicht so viel Müll draufladen, der den PC dann entsprechend langsamer macht. Unter Windows 10 Home und Pro geht das natürlich, weil man hat die Möglichkeit dazu sozusagen. Alle Programme, die man im Internet findet, kann man eigentlich runterladen und viele Nutzer machen das auch, ohne dass sie wirklich bedenken, was da eigentlich auf ihrem PC passiert. Es ist etwas enttäuschend zu sehen, dass Microsoft dieses ganze Marketing rund um Windows 10 S eigentlich nur macht und sagt, eigentlich sind Windows Desktop-Programme ziemlich schlecht, ladet euch Store-Programme und deswegen, allein deswegen schon ist euer System schneller. Denn man kann, wenn man Windows 10 Home so verwendet wie Windows 10 S, hat man einerseits eine längere Akkulaufzeit, wie dieser Test zeigt, zumindest auf dem Gerät jetzt, nämlich sogar um 20 Minuten, und auch eine bessere Performance, wie der Benchmark sagt. Und das ist dann doch ziemlich beeindruckend, vor allem was die Performance betrifft. Bei der Akkulaufzeit bin ich ein bisschen verwundert. Ich hätte mir einen Wert erwartet, wo beide Geräte bzw. beide Konfiguration etwa gleich sind und das Windows 10 S ein bisschen längere Akkulaufzeit hat, aber so ist es offenbar nicht. So, das war's auch schon mit unserem kleinen Vergleich zwischen Windows 10 S und Windows 10 Home. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn ihr Windows Area DE unterstützen wollt, dann lasst einfach ein Like auf das Video da, abonniert unseren Channel und ihr könnt uns auch unterstützen und wie erfahrt ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.